Sind Sie unterwegs? Hallo, grüße, jetzt sehen wir uns live. Grüße, hoi, hallo. Ist das Ihr erstes Blind Date? Freude. Hoi. Grüße. Hoi. Grüße. Hoi. Hallo. Hoi. Auch. Sag schon mal, haben Sie mir einen Herrn ausgesucht? Ja. Ja. Wir haben es in Zweifel gelassen, ob ich vielleicht einen Mann kriege. Okay. Schau da, ein kleines Präsent. Wie Ui, wie gehört. Nett. Na, ganz lieb. Dankeschön. Sie wollten super. Rosen, habe ich gesagt. Hey. Rosen, nicht? Ja? Nein, das ist nicht. Ich habe nicht einmal meiner Partnerin Rosen geschenkt bis heute. Okay. Die Schimpfe. Okay. Danke vielmals. Dankeschön. Mit Süßigkeit ist man da gut. Ja, auf alle Fälle. Ich gehe ja viel auf Berge, brauche viel Kalorien. Nein. Ja. Fein. Freut mich heute. Wir sitzen da jetzt ein bisschen im Schaufenster, gell? Für ein Date nicht gerade geeignet. Deshalb schaue ich dir jetzt so ein bisschen in die Augen, damit ich das rundum ein bisschen ausblende. Wie gesagt, ja. Hat man nicht die Vorhänge zu tun, aber. Ui, dann entstehen komische Dinge, Gerüchte. Gut, dann, ja, ich glaube, wir tauschen uns aus über, habe ich gehört, soll man auch über Demokratie, Macht, Transparenz, Medien. Sie haben gemeint, man sollte jetzt über die Transparenz in der Politik reden. Ich wunderbar. Gesagt, soll ich sichere Nummer, um ein Date von uns zu killen? Na doch. Ist ja eh dein Thema, nicht? So. Ja, ja, mein Gott. Ja. Fangen wir mal ein bisschen lockerer an. Stellen wir ein Aperitif, am Schluss. Das ist ganz super. Ja. Alles, was sprudelt, ist super. Bolicine. Ja, passt. Das geht gut. Und danach schauen wir, über was wir Lust haben zu reden. Weil ja. Über den Nachtragshaushalt brauchen wir es nicht. Na bitte nicht Geld. Bitte. Also da haben wir immer zu wenig im Sozialen, deshalb ist das ein schwieriges Thema. Ja, genau. Ma pensavamo a due bollicine. Due bollicine, volete un Franciacorta, volete un rosé? Volete un Valdo Biadile, classico? Uno locale, ce l'hai un altro? Un doc, sì. No, prima ho visto qualcosa, non dio se schmeckt. Ehi, lass un Südtirolo, no, io lass di gerne aussuchen. Un doc. Un comitissa, vado sì. Cazzo, è guato? Ja, super. Dai, basta. Dankeschön. Danke Ihnen. Hast du schon Speisekarte studiert? Ja, ich sitze schon seit einer Zeit, da habe ich jetzt alles schon ausgemacht. Haben Sie wieder warten lassen? Echt? Ja, wie sich's gehört. Ne? Ja, wunderbar. Also ich werde sicher, ich habe da echt noch nie gegessen. Ich auch nicht. Du auch nicht. Ich hätte gehofft, du machst mir da jetzt einen guten Vorschlag. Ich werde mir so ein Bowl, glaube ich, nehmen. Ach, ich schließe mich da jetzt dir an. Ich bin da jetzt eh nicht so bitte, mir ist. Ich bin nicht hagel beim Essen. Solange es nicht so scharf ist, geht das gut. Ja, aber ich werde jetzt die Jacke ausziehen, weil es ist echt etwas warm da. Gell? Ja, da haut es richtig ein. Oder? Ja, bist du fröhlich. Ich muss da jetzt ein bisschen reinfunken dafür, das. Dann. Ihr müsst mir da ein bisschen helfen, weil das Mikro, glaube ich, habe ich gerade ein bisschen zerstört. Ja, das ist ganz super. Mi scuso, ma se no. Tranquillo, kein Problem. Sie haben mir da ganz schön festgepickt. Auch dein erstes Political Blind Date, oder? Sowieso. Ich glaube, okay. Das ist das erste überhaupt in Südtirol, oder? Das habe ich noch nie gesehen oder gehört. Ja, ich habe es mir auf BBC angeschaut, das ist eine nette Geschichte. So, das tun wir mal weg, oder? Può portarlo su da sotto? Sì, posso portarlo da sotto, ovviamente. Se non fate le immagini. Und du schaust weg. Paul. Seine ältere Dame da, verstehst du? Ich habe mir gedacht, Keller wäre kühler, gell? Ja. Aber nichts ist dann mit Transparenz. Im Keller ist es dann. Nur transparenter war es, wenn man da draußen sitzen kann. Ja, war's das auch war auch feiner, das ja. War angenehm, aber lautstark. Dankeschön. Na, ich wollte sagen, du bist mein erstes Blind Date und du. Gibt für mich gleich. Ja, siehst du.
Habt ihr gesagt, ihr habt als Studentin einmal mit 6 Leuten in einer WG zum Beispiel gewohnt, mit einem Paar, das war auch schon spannend. Aber, aber Blind Date war mir immer zu gefährlich. Also Alice, normalerweise sucht man sich ein Date aus. Ne? Ja, ey, ja, ist richtig. Das ist ein bisschen chinesisch, ne? Du kriegst von oben auch deinen Partner, aber ist gleich. Nein, die Vitrine ist halt ein bisschen heftiger, aber es passt so. Wunderbar, danke schön. Danke vielmals. Danke schön. Ja, dann zum Wohl. Zum Wohl, auf ein gutes Gespräch. Genau. Wie geht's dir so in den Vorwahlzeiten? Du, überraschend gut. Wir haben jetzt eigentlich ganz leicht getan mit der Kandidatensuche. Wir hätten auch schon längst voll gehabt, die Liste. Jetzt, man lässt sich Zeit, das ist ja kein Stress. Ich denke, vor 5 Jahren zu der Zeit, heint das Team K, Kölnsberger, haben es noch nicht einmal gegeben. Ich hätte jetzt Mai hat im Kopf gehabt, habe sie erst später gewonnen. Ende Juli, also hat nicht einmal existiert, deswegen haben wir überhaupt keinen Stress. Nein, es läuft ganz gut. Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Ich finde die Vorwahlzeit immer eine spannende Zeit. Natürlich ist es toll, wenn man viel Kontakte mit Menschen hat. Nicht? Man ist ja ganz viel draußen, wir sitzen sonst ganz viel im Büro. Und das macht eigentlich sehr viel Spaß. Es wird allerdings nicht einfach, weil im Moment so die Stimmung ein bisschen so gefühlt ist sehr aufgeladen. Nicht? Und das hat sicher mit Film zu tun, aber es wäre schön, wenn man so eine objektive Debatte über Sachthemen einfach führen kann, wenn es nicht auf persönlichen Ebenen ausgetragen wird. Selbst im Landtag auch, und das ist schon viel zu viel Parteibuchdenken, wie stört das. Das ist auch sehr frustrierend teilweise. Ja, kann man schon denken. Ja. Und man sieht halt, es geht oft zu wenig um die Sachen, zu viel um Parteibuchdenken. Ne? Aber vielleicht sollten die Gespräche nicht im Landtag, sondern vielleicht schon vor den Landtagssitzungen stattfinden. Die Landtagssitzungen mehr Dates, sind ja mehr oft Dates ein bisschen... machen vor den Landtag. Achso, ja. Dann nicht Blinde. Ja. Nicht Blinde, nein. Nein, aber ich denke, es ist ja auch eine Wahl immer eine hochfeste Demokratie. Nicht? Und das braucht ja, denke ich mal, für uns, oder was ich so schlimm finde, ist, dass die Parteienlandschaft einfach sehr amerikanisiert ist. Nicht? Also mir kommt vor, gerade die Abschaffung der öffentlichen Parteienfinanzierung, nicht? Da ist schon ein Thema, wie man Demokratie lebendig haltet, viel Information nach außen gibt. Ich finde, haben wir, glaube ich, ein eher gemeinsames Thema, es, nicht? Wo man es amerikanisiert wollen. Sich, das ist richtig. Oder in ganz Europa ist es ein bisschen passiert. Nicht? Das wird ganz stark personalisiert, weniger auf die Themen, mehr auf die Personen zugeschnitten. Es kommt sehr viel darauf an, wie viel man Wahlkampfbudgets hat, wie gut der Zugang zu den Medien ist. Das ist so ein amerikanisches System. Und das ist natürlich ein bisschen demokratisch bedenklich, weil es natürlich denen in die Hände spielt, die das Kapital besitzen. In den USA, wenn nicht 1 Milliarde Euro sparst, gar nicht probieren anzutreten. Und bei uns geht es in Südtirol noch nicht, weil wir sind ja 500.000 Leute, wir sind ein Vorort von München, sind wir. Wir sind ein bisschen wichtiger, sind wir schon. Das sind wir schon, ja, aber größer sind wir nicht. Und bei uns geht es halt sich noch in Grenzen, aber es ist generell eine Frage des Geldes geworden. Nicht? Und das ist eigentlich schon. Für mich, weil du Medienzugang angesprochen hast, für mich ist der Medienzugang oder die Rolle der Medien in der Demokratie wirklich ein großes Thema. Gell? Also, weil wir ja auch heute darüber reden. Absolut. Weil ich denke einfach, dass auch in den letzten 4-5 Jahren da schon ziemlich auch Dinge passiert sind, die ich in der Form eigentlich in einem Rechtssystem noch nie gesehen habe. Mhm. Und schon das Gefühl habe, es wäre einfach wichtig, dass nicht nur die Politik Verantwortung hat, sondern dass auch die Medien vielleicht mehr sich bewusst wären in der Berichterstattung über die Verantwortung, die sie über politische Meinungsbildungsprozesse haben. Und da natürlich, wie sie es aufarbeiten, wie sie es berichten. Ja. Und da haben sie, glaube ich, neben der Politik, die wir gestalten, einfach wirklich eine ganz zentrale Rolle. Und wie du sagst, die Parteien haben unterschiedlich Zugang zu Medien. Und das macht viel aus, also gerade für die Willensbildung und die Medien haben sich ganz stark, Sichtbarkeit, auch wie wir dargestellt werden. Die Medien haben in letzter Zeit ganz stark tendiert, sich auf eine oder die andere Seite zu schlagen. Und stimmt, das ist auch bedenklich oder sagen wir negativ für die ganze Berichterstattung. Für alle Seiten im Grunde genommen. Ja, vielleicht kann man einen Dialog mit Ihnen beginnen, oder? Dass man auch über das Thema nicht nur wir zwei heute hier gut reden, sondern einfach mit Ihnen auch selber vielleicht. Nicht? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Leute die Informationen richtig kriegen, oder? Ja. Wir haben manchmal das Gefühl, das muss ich auch sagen, als gerade als Südtiroler Volkspartei, sind wir ja viel gedroschene eigentlich, nicht? Also es gibt ja kaum noch... Es sind mittlerweile zwei Parteien, nicht? Nein, das ist nicht so... Dementsprechend haben sich ja die Medien auch getan. Ja, nein,
aber du musst dir denken, die Volkspartei ist sicher eine Partei, die in dieser Form in Europa nicht ganz oft ist, nämlich, dass wir alle Seelen unter einem Dach haben. Nicht? Also wir haben konservative, aber auch natürlich liberal, sozial denkende Menschen in der Partei und das ist das gemeinsame Dach und das natürlich ja, auch manchmal die Konfliktpunkte auszuhalten, ist nicht so leicht. Manja Durnwalder, der hat das zusammengehalten, nicht jetzt letzter Zeit. Ich glaube, jetzt sehe ich nicht mehr so, ne? Das sieht man ja. Ja, aber ich sehe das nicht bei der Südtiroler Volkspartei, wenn ich mir euch anschaue, nicht, um jetzt nicht ins Detail zu gehen, aber ich denke, ihr habt euch auch gespalten, ihr habt auch Nein, zwei Leute. Wir haben uns nicht gespalten, bei uns sind zwei Leute gegangen. Wir sind immer noch die meisten unter einem Dach, nicht? Aber natürlich ist das die politische Dialektik. Bei uns ist das so, das weißt du mir sein. Ein Bowl, eine Bowl, haben wir gesagt, gell? Geht mir gut. Bitte. Ja, irgendeine Veggie Bowl geht gut. Mit, was habt ihr da, Virginia? Ist das Sandig, gell? Ja, schon. Ja, ich nehme die vielleicht die erste, die Nummer. Was ist das? Die Pilze, Gerste, frische Gurken, Mandeln, Spinat, Sesam? Ja. Ja. Kleine, große, normale? Na, kleine. Kleine. Okay. Viel Esser bin ich nicht. Ich nehme die Frieda. Ah, klein. Okay. Ja. Dankeschön. Magst du ein bisschen Wasser oder was dazu? Ja, bitte. Mit oder? Ja, immer spritzig. Spritzig. Ja. Nein, ich denke, die Dynamik kann es in allen Parteien geben. Wir sind ja als Partei noch nicht einmal 5 Jahre alt. Wir feiern jetzt noch im Juli den 5. Geburtstag. Viel zu schnell gewachsen. Und dann gesundet man auch dadurch, dass man ein paar Leute wieder verliert oder gehen lässt oder auch verschickt, die uns zwar nicht passen. Man ist seit 8, aber in einer Ehe ist ja auch so oder in einer Beziehung länger. Absolut. Enger die Geschichte dauert, desto man verändert sich, man findet sich. Also das kann man dann, aber wie gesagt, die Dynamik, glaube ich, gibt es überall. Was sicher schwierig war, ich darf das vielleicht, aber ich habe das ja auch erlebt, ist, dass natürlich, es war eine ganz besondere Zeit. Also wir haben eine Pandemie hinter uns. Ich darf sagen, ich glaube, es war eine sehr heftige Zeit. Und da natürlich passieren Dinge, die muss man gemeinsam gestalten. Ich glaube, wir haben so viel Zeit miteinander diskutiert über Sachthemen, auch vielleicht im Landtag war es vielleicht manchmal etwas zu wenig. Da sagen, da ist ein stärkerer Austausch, gell? Also ist sicher eine super Sache. Wir haben wohl versucht, uns einzubringen kontinuierlich, aber das ist eigentlich gar nicht gewünscht. Nicht? Und so muss man sich natürlich... Aber das können wir ja besser machen. Also vielleicht können wir ja auf eine... Ich glaube zwar nicht mehr dran. Wohl! Eine Neuigkeit könnte ja sein, dass die Volkspartei das erste Mal einen dritten Partner in die Koalition nehmen muss, weil es sich numerisch nicht mehr ausgeht. Ne? Ja, wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Ampel, darf ich sagen, wenn ich mir jetzt die Ampel in Deutschland anschaue, dann ist das ja nicht gerade jetzt gerade das Paradebeispiel für eine gelungene Koalitionspartei, die mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen auch und Herangehensweisen dann konkrete, sehr schwierige Themen anzugehen hat. Nicht? Also die großen Themen wie Klimawandel, der demografische Wandel sind ja alle weit. Wahrscheinlich hat jetzt am liebsten allein machen. Über die Realität, nein. Jetzt sagen wir mal, wie die Wahlen ausgehen. Nein, das sehe ich jetzt nicht so allein. Aber ich glaube schon, dass wir sehr viele Menschen mit Kompetenz... Nein, aber wir haben einfach das Glück, dass wir sind eine Partei, die ist ja sehr basisdemokratisch organisiert. Das muss man wir haben, ja, wir haben überall die Ortsgruppen. Jeder kann an einer Ortsgruppe teilnehmen und eigentlich läuft das Konstrukt ja wie so sein soll, von der Basis nach oben. Nicht? Und das ist eigentlich ein Mehrwert. Und dann haben wir natürlich ganz viele unterschiedliche Köpfe und Ideen. Und natürlich ist die Diskussion dann schon in der Partei, führen wir eine sehr lange. Und wie man auch manchmal sieht, eine sehr intensive, sachbezogene. Ja. Aber es ist eine sehr intensive, sachbezogene. Und dann natürlich sind Meinungsbildungsprozesse innerparteilich natürlich schon sehr weit gediegen, wenn wir dann in eine Diskussion in den Landtag kommen. Und klar, da entsteht dann schon manchmal der Eindruck vielleicht, nicht? Aber darf ich sagen, viel, was wir im Landtag diskutieren, diskutieren wir ja schon, wie es auch ihr wahrscheinlich macht. Absolut. In einer Partei dann auch intern. Die Widmer-Situation ist auch weniger sachbezogen, da geht es schon mehr um persönliche Befindlichkeiten. Gell? Aber egal, es ist euer Problem. Aber wie gesagt, die Politik machen immer Menschen. Gell? Also ich glaube nicht, dass bei euch immer, dass überall in jeder Partei, also in jeder Gruppe... Wir sind ja in dem Sinn ja sehr breit aufgestellt und es gibt natürlich Diskussionsbedarf. Und wenn man diskutiert über Themen, dann kommen oft Lösungen heraus, die breiter tragbar sein oder die besser aber sein. Aber darf ich sagen, wenn ich jetzt auch, weil du gerade das Thema ansprichst, ich möchte es auch nicht so stehen lassen, weil sonst entsteht der Eindruck, man rückt sich ein bisschen um ein Thema herum. Ich glaube, man kann auch über das reden. Also ich glaube, dass gerade in dieser
dieser Geschichte ganz viel Medieneinfluss war. Und dass ganz viel aus der Geschichte auch gemacht worden ist, was effektiv weniger eine parteiinnerpolitische Geschichte war, sondern danke. Ich darf sagen, Dankeschön, danke herzlich, ganz schön schaut es aus, dass das einfach auch da Medien eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Und da habe ich eben auch, wie ich sage, aber das sage ich jetzt also mit meiner einfach Anwaltsbildung, vielleicht ein bisschen, dass ich den Eindruck hatte, dass auch Grenzen überschritten worden seien, gerade im Hinblick, wo ich sage, da mache ich mir manchmal um demokratische Willenbildungsprozesse ein bisschen Sorgen und auch um die Rechtsstaatlichkeit. Mhm. Weil es gibt klare Gesetze, die gelten für Politiker, die gelten für Bürgerinnen und Bürger und ich glaube, da gibt es auch Grenzen, die auch für Medien gelten. Nicht? Und das kann man, auch diese muss man einhalten, weil das gehört zu diesem zu dieser Verantwortung, die man in Systemen hat, einfach schon auch dazu wichtig, ja. Und das sind eine wichtige Rolle. Gerade in haben sich die Medien sehr gespalten zwischen Pro Kompatscher, Pro Wiedemann, Contra. Das war ein nicht immer sehr schönes Spektakel. Und da natürlich ist aber, dass da die Medien schuld dran sein, finde ich jetzt nicht das so, das kann man auch nicht so stellen lassen. Das habe ich aber auch nicht gesagt, gell? Ich habe gleich gesagt, das die Medien ist ein sehr persönlicher Eindruck. Aufgebauscht, aber das Problem war, glaube ich, da vor allem auf persönlicher Ebene. Hat der Landeshauptmann ja selber gesagt, nicht, dass es nicht so sehr politisch oder von der Qualität der Arbeit ist. Das hat erinnern. Ein Landtag gesagt. Ich darf sagen, ich versuche immer mit den Leuten auszukommen, mache das auch sehr. Ich sehe das aber auch auf einer professionellen Zusammenarbeit. Aber da bin ich vielleicht am Thema Transparenz. Gell? Jetzt übernehme ich einfach die Tschatscherin-Rolle. Eigentlich wollen wir beim Thema Koalitionen. Die Koalitionen, ja. Was möchtest du zu dem Thema diskutiert haben? Das haben sie uns so mit auf den Weg gegeben. Deswegen. Ach so? Mhm. Na, das ist in meinem To-Do-Liste nicht vorgekommen. Aber was interessiert dich dazu? Das nächste Legislatur. Ja, das entscheiden die Menschen. Einmal jetzt seien Wahlen, dann absolut, entscheiden die Menschen klar, ja. Und dann wird man aufgrund der Entscheidung, wie die Südtiroler und Südtiroler dann den Auftrag geben, wird man das dann entscheiden, oder? Glaube ich, die dann in Verantwortung gewählt werden und da, glaube ich, wird man dann die Gespräche dort suchen. Ich glaube, es wird um sachpolitische Themen gehen, nicht? Wo sind die Schnittmengen, wo kann man gemeinsam in zentralen Themen gute Akzente setzen und da gibt es natürlich in Parteien auch Unterschiede, nicht? Jetzt schauen wir mal, wie die Wahlen ausgehen. Aber wenn du es entscheiden kannst, so wenn es überhaupt nicht in der Regierung seid, wenn du es entscheiden kannst. Gib ich dir dann die Keksdruck. Ja, bitte. Nach dem Thema war Koalitionen. Was hatten dir vorschweben? Ich glaube, auch da in eurer Partei die Meinungen weiter auseinander. Ja, aber das entscheide ich ja nicht. Da haben wir einen gewissen Bauernflügel, da haben wir einen Kompatscherflügel, dann haben wir einen Wiedemannflügel, der sich verselbstständigt hat. Wie siehst du das? Was war für dich sinnvoll? Für das ja, das Land? Ist ein ganz netter Versuch, mich auf ein ganz dünnes Eis zu bringen. Aber du weißt, dass das nicht ich entscheide, sondern wir haben Parteigremien, Parteiausschuss, Parteileitungen. In einem Parteiausschuss sitzen bei uns 80 Menschen, die von den Ortsgruppen dann dorthin gewählt werden. Und dann entscheiden wir gemeinsam, wie gesagt, aufgrund der Sachthemen, wo Überschneidungen sind. Ist sicher nicht eine leichte Entscheidung. Es ist die Überschneidungen mit den Fratelli d'Italia? Ach, das ist natürlich eine ganz schwierige Geschichte. Was ich jetzt zurzeit, wo ich mich ganz fest damit beschäftigt, ist im Moment überhaupt die ganze Entwicklung nach rechts auf Europaebene. Ja. Wenn du schaust, Fratelli d'Italia ist natürlich in Italien das Thema, aber wenn ich mir jetzt anschaue, dass die AfD bei 19% sind, dann denke ich mir, ist das ein Thema. In Deutschland kennst du die Haltung vieler Parteien. Das sagt, wir arbeiten nicht damit zusammen, ist eine Ausrichtung. Oder die zweite ist, dass wenn natürlich eine Partei eine gewisse demokratische Legitimation hat, ist die Frage, kannst du sie außen vor lassen, ja oder nein? Stärkst du sie damit oder holst du sie in die... Wir haben eine parlamentarische Demokratie, bei uns kann der Landtag das Vertrauen aussprechen. Deswegen ist meines Erachtens ist jede Kombination, die halt die dementsprechende Repräsentanz laut Autonomiestatut garantiert, ist demokratisch legitimiert. Die Formel der Landeshauptmann ja vorgibt, ist ja, ich muss die Partei nehmen, die die Italiener am meisten repräsentiert. Findest du die nicht gut? Jede Partei, die Italiener bereitstellt für eine Regierung, die politisch kompatibel ist, ist absolut legitimiert. Es muss nicht die größte italienische Partei sein, es kann auch zwei kleinere sein. Ja, aber wenn eine Partei sehr viele Sitze kriegt, heißt sie hat bei den Südtirolerinnen und Südtirolern eine sehr hohe, sie haben eine hohe Meinung davon, sie teilen Inhalte, manchmal ist es eine Protestwahl. Ja, aber das wird laut Anfang die Fratelli d'Italia sein. Jetzt habe ich so einen Parlamentswahlkampf gemacht, so mehr oder weniger, Achtung, die Meloni kommt, wir müssen zusammenhalten. Und in der nächsten Südtiroler Landesregierung, wenn das die Formel ist, dann sitzen... Hätte ich jetzt nicht so im Kopf, aber vielleicht habe ich es ausgeblendet. Ja, nein, kann ich da garantieren.
die in der nächsten Landesregierung, wenn das die Formel ist, dann sitzen die Fratelli d'Italia in der Landesregierung. Also genau die. Die im Unterschied zur Lega ja nicht Verfechter der Autonomie sind. Die Lega ist auch eine ganz rechte Partei, aber zumindest, sagen wir so, föderalistisch, autonomiepolitisch nicht brisant für Südtirol. Bei den Fratelli kann man das nicht behaupten. Ich meine, wir haben ich glaube, jeder von uns, ja, ich möchte, wie gesagt, jetzt würde man natürlich draußen 100 Punkte machen, wenn man sich zu diesen Themen klar positioniert. Nicht? Das wäre schön, ja. Ja, das, da möchtest du mir auch hinbringen, das ist mir schon bewusst. Aber ich als, darf dir als Arbeitnehmervertreterin, ja, aber ich, ich würde das sagen. Also mit, da ist vielleicht mein Defizit, das darf ich dir auch sagen. Natürlich. Sagen, mit den Fratelli gehe ich sicher nie in der Regierung. Ja, und dann siehst du, was, wie die CDU damit fährt in Deutschland. Also die Frage ist für mich weniger würde jetzt der Name der Partei, sondern die Frage ist, wie gehe ich mit Gesamtentwicklungen um? Dass man natürlich mit Rechtsparteien grundsätzlich habe ich ein Riesenproblem. Gell? Das darf ich echt sagen. Also ich als Waltraud Deeg habe da wirklich Schwierigkeiten, weil ich einfach denke, ich komme aus einer Familie, die hat sehr stark auch gelitten unter den, wir alle in Südtirol damals, unter den Entwicklungen, die wir kennen, nicht? Die dann zur Teilung des Landes geführt haben, bis hin dann zur neuen Geschichte. Nicht? Das ist alles richtig. Aber die Frage ist, wenn du zurückdenkst, Hindenburg, Hitler, der hat damals auch 3 oder 24. Ja, da stehen wir Gott sei Dank hoffentlich schon noch nicht. Also, nicht, da damals war ich auch da. Ja, aber deshalb ist die Frage, wie entschärfen wir das? Die Frage Es gibt rote Linien. Ich sage mal, ja? Silvius Maniago hätte sich nie die Meloni-Partei ins Boot geholt. Hat er nicht gebraucht damals, aber er hätte es auch nicht getan. Aber das kannst du jetzt natürlich im Nachhinein, also ich finde es ein bisschen, würde jetzt, natürlich kann ich das jetzt bei euch nicht machen, weil ihr keinen Übervater Silvius Maniago habt, aber jetzt ihm Dinge in den Wort, in den Mund zu legen, die, was er heute über in manchen Dingen entscheiden würde, ich glaube, natürlich war die Situation damals eine andere. Wir müssen jetzt entscheiden und wir werden nach den so entscheiden, dann gemeinsam natürlich, denke ich, in Koalitionsgesprächen in erster Linie mit der Partei. Absolut, was die Leute, aber man muss sich nicht mit denen verbandeln. Im Gespräch sein, hier können wir nicht verbandeln, glaube ich, tun wir uns schon nicht. Also Liebeshochzeiten habe ich in der Politik noch nicht ganz viele gesehen. Nein, Liebeshochzeit, das ist auch eine Hochzeit ohne Liebe, wäre für mich, für Südtirol ein schlimmes Zeichen, meiner Meinung nach. Ja, wir werden ja sehen. Nicht? Also wir schauen werden, wir mal, wie die wollen ausgehen. Ja, auf alle Fälle. Dann schauen wir, was passiert. Aber darf ich vielleicht etwas sagen? Vielleicht, was mir da, vielleicht mache ich mich da jetzt ein bisschen unsympathisch, aber das hat mich sehr beeindruckt, dass eigentlich, weil du gesagt hast, es hat euch noch nicht gegeben, nicht? Oder du bist ja eigentlich als Grillino dann bis Mai 2018 im Südtiroler Landtag gewesen, hast dann das Team K gegründet und dass das möglich war, Grillino, also die Grillini waren nicht per se meine sehr autonomiefreundliche Partei und dann, wenn ich mir den Wahlkampf Flyer euren angeschaut hat im Jahr 2018, dann war Autonomie an erster Stelle. Und was mich dann schon so verwundert hat, war ein bisschen, dass das sich so spielt, nicht? Dass ich eigentlich aus einer nicht so autonomiefreundlichen Partei im Wahlkampf das als erstes Thema setze und damit dann natürlich auch sehr erfolgreich. Ihr habt ja dann diese 6 Mandate gemacht. Aber da natürlich ist es für uns oft schwierig zu verstehen, die Südtiroler Volkspartei steht für das Thema seit mittlerweile über 75 Jahren fast schon. Und da natürlich, sagt sie ja dann oft, ihr möchtet jetzt auch diese Themen spielen, ihr möchtet jetzt die bessere Volkspartei sein. Weißt du, die 5 Sterne am Anfang waren, am Ende waren es was anderes. Und mit denen kann ich nichts mehr anfangen, deswegen bin ich auf jeden Fall weg. Ja, und dann hat es sich halt so ergeben, dass ich auf einmal eine eigene Partei habe und jetzt im Landtag sitze. Und wenn mir das jemand gesagt hat vor 10 Jahren, dann gesagt, du spinnst, ich gehe nie in die Politik. Nein, das ist richtig und ich glaube, wir brauchen die Parteien, die gemeinsam für diese Autonomie eintreten. Nur was für mich, darf ich sagen, verwunderlich war, weil ich es in Südtirol noch nie gesehen habe, war genau, dass ich das so, wenn ich dann sehe, im Grunde habt ihr dann ähnliche Themen gehabt, wie die Südtiroler Volkspartei seit Jahrzehnten hat. Ja, und ganz oft hat man halt den Eindruck, aber wie gesagt, so wie ihr vielleicht das Gefühl habt, dass wir zu wenig reden, zu wenig partizipativ sind, haben wir den Eindruck, dass das einzige Ziel ist eigentlich ein Negativziel. Das heißt, diese Partei einfach zu reduzieren oder die Mandate zu reduzieren. Und das finde ich schade, weil ich glaube, wir sollten wir gemeinsam, da bin ich... negativ. Jawohl, aber das höre ich immer wieder nicht. Also auch ich lese auf den Social, lese ich das. Also ich höre immer ganz ein Negativziel. Und mir würde es freuen, wenn wir heute hier aufstehen und dann sagen, okay, was sind unsere gemeinsamen Themen? Wo arbeiten wir gemeinsam dran? Wir sind allen da, über gemeinsame Themen zu reden. Nein, wir definieren uns nie negativ. Wir haben unsere Punkte, wir haben die Themen, die wir gerne weiterbringen würden, die wir gerne einmal auch Verantwortung übernehmen würden, wenn es einmal geht. Aber es ist klar, dass
nach 75 Jahren, mehr oder weniger, oder 78, glaube ich, was es sein, wo eigentlich de facto eine Partei das Land regiert, es auch ein Demokratisierungsprozess ist, wenn sie einmal diese Alleinherrschaft einmal beendet wird, wenn es einen demokratischen Wechsel gibt. Das tut dem Land, glaube ich, auch gut. Unter einer Voraussetzung, und da bin ich ganz bei dir, die Voraussetzung ist, dass autonomiepolitisch, da darf kein Plattel dazwischen sein, weil wenn wir uns auseinander dividieren, auf das warten die Römer noch. Nicht? Aber unsere Einstellung zur Autonomiepolitik, überhaupt kein Zweifel. Also da würden wir in Rom, glaube ich, absolut die gleiche Sprache sprechen. Ja, es geht mir mehr ums Innenpolitische. Ich verstehe, das ist jetzt auch die Botschaft, die ihr gebt. Nicht? Wobei ich sagen darf, also die Sammelpartei an sich heißt ja Sammelpartei, und das ist ja nicht eine, wie du sie nennst, Alleinherrschaft, weil sie natürlich in sich so viele Seelen und Ausrichtungen und unterschiedliche auch politische Anschauungen und Prozesse schon unter einem Dach beherbergt. Wie gesagt, dass ganz viel von diesem demokratischen Prozess ja schon parteiintern abläuft. Nicht? Es kann nicht alles an einer Partei liegen. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass der Unterschied zu anderen Realitäten einfach der ist, dass wir 380 deutsch- und ladinischsprachige Südtiroler und Südtiroler sind in einem 60-Millionen-Mehrheitsstaat. Natürlich. Und dass diese parteipolitische Zersplitterung einfach gerade in der Vertretung, und jetzt klingt es vielleicht auch, aber das ist ja auch die Seele auch oder der Anspruch dieser Südtiroler Volkspartei, dass die Vertretung dieser Minderheit in einem Mehrheitsstaat mit einer so schwierigen Geschichte ist einer der Kernaufgaben dieser Südtiroler Volkspartei. Und zwischen Außen- und Innenpolitik, wobei Außenpolitik jetzt sagt, die Politik nicht gegen Europa, sondern Richtung Rom. Nicht? Ich glaube, außenpolitisch oder autonomiepolitisch sehe ich ja nicht jetzt wirklich Differenzen zwischen SVP und uns. Nicht? Also wir würden genauso die Autonomie verteidigen mit dem Messer zwischen den Zähnen oder die Autonomie ausbauen mögen. Also da sehe ich keinen Unterschied. Innenpolitisch würden wir die Akzente ein bisschen anders setzen. So. Es wird spannend. Darf ich ganz kurz ein Kadett stören, bitte? Ich hoffe, es hat euch geschmeckt. Und das habe so gute Zeit gehabt bis jetzt. Zu viel geredet, zu wenig gegessen. Ja. Wir haben uns ja etwas ausgedenkt für Enk, nämlich sitzt sie gerade in einem Glashaus mit Musik. Ja. Und wir haben die Leute draußen die Möglichkeit gegeben, sich hinzubringen und Enk Fragen zu stellen. Die haben wir jetzt auf Instagram gesammelt und ich tat Enk mein Handy jetzt umvertrauen und es kann sich dann gegenseitig Fragen stellen. Das heißt, es kann sich eine aussuchen oder mehrere. Und dann der anderen Person eine Frage stellen. Ich muss mir jetzt meine Brille holen, gell? Ich habe mir ja eine rosa Brille zugelegt, weil eine Frau in der Politik braucht, glaube ich, eine rosa Brille. So schläft sie da nicht lang und ich muss sie jetzt holen. Ganz kurz, darf ich sie schnell suchen? Ja, sowieso. Ich lege aber das Handy her. Ja, bitte, vielleicht möchte der Paul dabei lesen und die erste Frage stellen, dann sind wir doch gleich etwas effizienter. Schauen Sie, das ist furchtbar, gell? Also Paul, du hast ein Problem schon einmal nicht. Frauen haben... Ich habe da meinen Wohnwagen und das ist immer eine Herausforderung, das dann zu finden. Hier haben meine Jeans und was. Siehst du? Mehr gibt es nicht. Okay. Was dort nicht Platz hat. Bitte. Boah, das sind schöne, viele Fragen, also heiße Eisen. Echt wahr? Ja. Fein, freue mich drauf. Die Koalitionsmöglichkeiten, Team kann das SVP will ich ja nicht beantworten. Ja, ihr könnt ja gar nicht, ich kann es nicht entscheiden. Eben. Auf alle Fälle tun die Gespräche gut, was auch immer da noch ist. Ja. Die Meinung zu zweisprachigen Schulen. Ich lese jetzt live von oben an. Gell? An mich? An uns. Ja, möchtest du beginnen? Gerne. Also wir sind auf jeden Fall für zweisprachige Schulmodelle, aber mehr als Schulmodelle. Wir würden sagen, dort, wo die Nachfrage besteht und die Eltern das wünschen, können zweisprachige, mehr als zweisprachige, mehrsprachige, also idealerweise dreisprachige, Deutsch, Italienisch, Englisch, Klassen eingerichtet werden. Das würde mehrere Vorteile haben. Ich glaube, wenn unsere Kinder dreisprachig aufwachsen, dann geben wir ihnen die Schlüssel in die Hand für ein Leben, wo sie eigentlich in alle Richtungen ihre Arbeitswelt offen haben. Und zum Zweiten sehe ich das aber als Methode, dass man das Problem, wir haben ja einen wahnsinnigen Druck auf unsere deutsch- und italienischsprachigen, muttersprachlichen Schulen, dass man da den Druck ein bisschen wegnimmt, mit dem man ein drittes Modell anbietet. Für die Migrationshintergrund haben oder auch für die von einer oder anderen Sprachgruppe, die aber
und ihre Kinder die Sprache lernen, lieber sich in die andere Schule einschreiben, was für die Schule natürlich rein vom Pädagogischen her ein enormes Problem darstellt. Und ich glaube, das wäre eine Win-Win-Situation. Man nimmt den Druck von den muttersprachlichen Schulen und man bietet den Kindern die Möglichkeit, mit mehreren Sprachen aufzuwachsen. Also ich bin auf jeden Fall dafür. Ich muss sagen, ich bin grundsätzlich immer noch stehe für einen Muttersprachenunterricht, gerade aus der Erfahrung heraus, die man im Ostertal sieht, dass für eine Minderheit das Aufgeben eines muttersprachlichen Unterrichts eigentlich, darf ich sagen, das Ende der Minderheit selber ist. Deshalb das ein Muttersprachenunterricht und eine Vermittlung auch von Lernstoff in der Muttersprache ein zentraler Punkt ist, über den, der ist für mich irgendwo gesetzt. Was auf alle Fälle zu verbessern ist, ist natürlich, oder was als ein Mehrwert zu sehen ist, ist die Vielsprachigkeit, wie wir aufwachsen und die Verbesserung von Sprachunterricht, gell? Also auf alle Fälle, ja. Aber das ist sicher ein Punkt, wie gesagt, wenn eine alleine gemischtsprachige Schule, da würde ich einfach, wie gesagt, da hätte man dann vielleicht schon nicht ganz die gleiche Ausrichtung, ja. Nein, aber die muttersprachliche Schule stelle ich nicht in Zweifel, die bleibt natürlich, okay. Die wird nicht angetastet, das ist für mich klar. Jetzt glaube ich, darf ich. Hast du die Brille gefunden? Ja, jetzt darf ich da mein Höllengerät aufsetzen. Bedingungsloses Grundeinkommen. Was halten Sie davon? Also ich bin prinzipiell dafür, dass den Leuten mehr zusteht, die für unsere Gesellschaft einen Beitrag leisten. Ja? Also ich bin prinzipiell dafür, die Fleißigen zu belohnen. Und das ist das große Problem beim bedingungslosen Grundeinkommen. Auf der anderen Seite haben wir aber eine gesellschaftliche Entwicklung und gerade jetzt mit der ganzen künstlichen Intelligenz, mit der Digitalisierung, mit der Automatisierung, wo sich mir die Frage stellt, ob unser heutiges Modell der sozialen Marktwirtschaft, das Paradigma ist Arbeit gleich Gehalt, ob das noch so haltet, weil wir gerade im Dienstleistungssektor, wo die meisten Leute arbeiten, da wird potenziell sehr viel automatisiert. Also nicht im Gesundheitsbereich, nicht in der Landwirtschaft, aber bei den klassischen Dienstleistungen, auch in der öffentlichen Verwaltung, da werden höchstwahrscheinlich sehr viele Jobs wegfallen. Können wir morgen noch weiter hingehen und sagen, Arbeit ist gleich Gehalt, keine Arbeit, dann hast du kein Gehalt, dann muss ich die halt mit Sozialdienstleistungen wieder auffangen, aber im Grunde genommen geht es ja dann schon in die Richtung Grundeinkommen. Die Frage ist, soll es bedingungslos sein, soll es nicht bedingungslos sein? Die Frage stellt sich mich schon immer, ich gebe dir was, aber was gibst du mir? Und diese zweite Frage, was gibst du mir dafür, die muss man sich schon stellen. Jetzt, ich würde eher in Richtung bedarfsgerechtes Grundeinkommen gehen, nicht? Also wirklich auch mit dem Hinblick, dass Arbeit erfüllt ja viele Zwecke, nicht? Ist ja nicht ist ein wichtiger Punkt, Einkommen zu generieren, ja. Weil ich Familie gründen möchte und. Der zweite Punkt ist aber, dass es ja auch sinnstiftend ist, das sehen wir ja auch gerade, wenn Arbeitsinklusion ein Riesenthema ist, ja. Nicht? Also wo wir schon sicher ansetzen müssen und dann kann es bedingungsloses Grundeinkommen, aber Grundeinkommen generell denken. Ich denke, wenn ich jetzt an die Altersarmut denke, nicht? Also an die Frauen, denen Beitragsjahre fehlen, Rentenlücken fehlen, es gibt keine Mindestrenten mehr, da denke ich, wird die Gesellschaft in Zukunft diese Menschen, die viel geleistet haben, auch durch dann soziale Maßnahmen auffangen müssen, sonst würde man ja wirklich, würde diese Schere zwischen Arm und Reich. Nächsten, wenn jetzt der mit dem beitragsbezogenen System in Rente gehen, da wird es. Ja, das ist wirklich ein großes Thema, ja. Wirklich, macht mir, muss ja sagen, sehr viel Kopf zerbrechen. Ja. Aber deshalb, und das bedarfsgerechte Grundeinkommen hat eine lange Tradition in Südtirol eigentlich. Nicht? Das soziale Mindesteinkommen sind im Moment 2.800 Menschen, die eigentlich das in Südtirol beziehen, sind eigentlich nicht viele bei fast 300.000 Erwerbstätigen. Ich denke, ist eine wichtige Maßnahme. Und mir tut es immer leid, dass es mit einem gewissen Makel verbunden ist. Ich glaube, die sozialen Rechte sind Rechte. Das heißt, wenn es dann sowas gibt, wo ich aufgefangen werde, wenn ich gerade nicht berufstätig sein kann, aus unterschiedlichen Gründen, ich bin bei dir, wenn jemand nicht will, dann nein, so gibt es nicht. Aber dann ist das ein Recht und das darf das dann auch nicht falsch sein. Ein wichtiger Punkt vielleicht nur in dem Zusammenhang ist, dass, dass Arbeit sich lohnen muss dann, aber das haben wir bei der Gehaltsdebatte und da glaube ich, haben wir uns eh schon geeinigt, oder? Da könnte man ja. Also haben wir das ein paar gemeinsam. Fein.
was ist das Fazit von diesem Blind Date? War es angenehm? Oder? Nein, es war angenehm. Also wir haben ja das zum persönlichen Austausch, hätten wir die Chance, aber es passiert dann ganz selten. Stimmt. Man ist ein bisschen stark in der Vitrine, deswegen, aber das passt auch. Das war ganz nett. Vielleicht sollte man eben öfter so das gemeinsame Gespräch haben und unter vier Augen suchen, wäre vielleicht nicht unbeschickt. Also vielleicht ein zweites Date. Ja, wenn ich sage, ich wollte gerade sagen, also wenn sie angenehm mit 5 Kameras so gefühlt und im Schaufenster sitzen, weiß nicht, ist das Feeling halt schon ein spezielles. Das Gespräch war sehr nett und ich finde auch ganz beim Paul, dass ich sage, würde man wiederholen, da wäre es halt nicht blind, nicht? Also, aber ich glaube, das gemeinsame Gespräch vertieft suchen wäre ganz wichtig. Ich glaube, dass das heißt, das, was die Leute sich ja wünschen und das Gefühl haben. Also ich hoffe, Sie haben heute das Gefühl, dass wir nicht immer leicht streiten, oder? Das wäre schon super, dass die Politik... Und wir haben über Sachthemen geredet, gell? Das genau, das so war ja schon wichtig. Okay. Ja. Deshalb danke euch für die Organisation. Du, Paul, jetzt hast du mich in eine ungute Lage gebracht, weil jetzt habe ich nichts mitgebracht. Na, du musst ja nichts mitbringen. Ja, schon. Nein. Ich hätte ja auch im Sinne der, hätte man überhaupt im Sinne der Gleichberechtigung, wer hätte sich das schon gehört, aber ich darf es nachholen. Oder? Kein Stress. Beim nächsten Gespräch. Nein, im Landtag. Demnächst, so lange bleibe ich nichts schuldig. Nein, du warst absolut nichts schuldig. Das war nur schön. Nein, dann. Wir sehen uns hier schon am Dienstag wieder. Ne? Ja, in alter Frische. Mhm, genau. Boah, ist doch was. Hast du jetzt zu warm gekriegt? Ja. Fein. Du bist ein bisschen wie in einem Gewächshaus da drinnen. Ein bisschen mehr. Ja, bitte. Dankeschön, danke. So, vielen Dank, schön war's. Bitteschön.